Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio Megabase. In der Version 0.17. Es gab ein kleines Update jetzt hier am Wochenende, aber betrifft im Endeffekt nur die Vorschau bei der Kartenerstellung. Da hat sich datenbanktechnisch was geändert und ein paar kleinere Bugfixes waren dabei. Also nichts Großes. Gut. Wir befinden uns heute hier in der Kreativwelt. Wir werden heute das Schienennetz für unsere Base an sich selbst designen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Megabase aufzubauen. Eine davon, welche wir auch verwenden werden, ist die Grid-basierte. Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche, die gleich groß sind, und in diesen Bereichen bauen wir was. Gut. So, ich habe da mal was vorbereitet. Hier sind wir richtig. So, 100 und... eins. Oder eigentlich 102. So. Also, ich möchte im Endeffekt eine Größe von oder eine Länge von 101 Schienen. Aber eigentlich 102, nee, 101 passt. So, das hier soll im Endeffekt meine Länge sein. So, jetzt kopieren wir das mal. Okay. So, diese soll... im Endeffekt so ausgucken. Und so. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich ein paar Bots. Und Steuerung Z, Steuerung V. So. Genau. Das hier soll meine Länge sein. Das können wir. Ach ja. Und ich hätte gerne Lichter. Ich denke, zwei Lichter pro Turm sollte reichen. Ups. Einfach damit es erhellt ist, dass wenn wir hier entlang laufen, damit wir was sehen. Gut. So, und jetzt kommt es dazu, dass wir im Endeffekt eine Kreuzung bauen sollten. Gut. Kreuzungen sind immer etwas bescheiden zu konstruieren, finde ich persönlich. Weil ich seltsamerweise immer irgendwas vergesse. So. Ich werde heute leider ein klein wenig weniger reden, weil ich mich hierbei bedauerlicherweise etwas konzentrieren muss. Gut, okay. Also, wir wollen im Endeffekt ein Einwegesystem. Das heißt, unsere Züge werden im Endeffekt so ausschauen. Ups. Also, die Züge, die in der Base rumfahren, haben zwei Lokomotiven und vier Waggons. Das ist schon mal das Erste. Gut.
So. Also, wir kommen von hier und fahren nach rechts oder geradeaus. Aber wir sollten auch die Möglichkeit haben. Hier hinzufahren. Hier ist es das Allergleiche. So. Von hier aus. Ups, das war eins zu weit. Möchten wir hier hinfahren? Und von hier. So, das ist im Endeffekt mal mit dem, was wir arbeiten werden. Gut. So, jetzt haben wir natürlich zwei Signale. Einmal haben wir die Zugsignale und einmal die Zugkettensignale. Ich werde in der Sonntagsfolge anfangen, das Tutorial für Gleise und Zugsignale zu machen. Dementsprechend gibt es jetzt halt hier nur eine kurze Variante, sage ich mal. So. Gut. Also. Das heißt auf jeden Fall, wir brauchen an jedem Ausgang, also überall, wo wir rauskommen, brauchen wir ein normales Signal, also ein Zugsignal. Es bietet sich hier an, wenn man schaut, ich könnte es zwar hier hinbauen und es wird wahrscheinlich sogar funktionieren, aber ich lasse immer gerne noch ein weiteres frei, einfach um sicher zu gehen, dass es auch wirklich passt. Ne? Das haben wir dann schon mal. Also, ich brauche für jeden Kreuzungseingang im Endeffekt ein Kettensignal. Das Kettensignal leitet im Endeffekt jedes Signal, das also jedes Zugsignal bis zum nächsten Kettensignal weiter. Das heißt, wenn jetzt hier ein Zug fährt und der möchte aber geradeaus fahren, aber rein theoretisch steht jetzt hier ein Zug bis hierhin oder bis dahin. Dann sagt das Zugsignal, also wenn ich hier ein Zugsignal hätte, hey, pass mal auf, das nächste, was ich sehe, also der nächste Bereich oder der nächste Block, der abgegrenzt ist, den ich sehe, ist nicht frei, du musst warten. Habe ich aber das Zugsignal, sagt er, hey, pass mal auf, rechts kannst du nicht langfahren, geradeaus wäre frei, du möchtest geradeaus, also darfst du durchfahren. Okay. Die Bauweise ist fast ein klein wenig zu eng. Ich meine, sie wird unseren Zwecken definitiv dienen. So, wo fehlt mir jetzt hier noch was? Ja. Das ist fast ein bisschen bescheiden jetzt. Setzen wir den mal noch eins weiter nach vorne. Nein, das war's nicht. Ja, das Design gefällt mir zwar ehrlich gesagt eigentlich relativ gut. Aber es funktioniert so nicht. Okay, Moment, ich werde das mal ganz kurz überarbeiten und hole euch dann Fehler dazu. So, und ungefähr eine halbe Stunde später habe ich jetzt was. Also, das hier gefällt mir ehrlich gesagt schon mal sehr gut. Das Einzige ist, ich habe hier ein kleines Problem und ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Es kann
So, jetzt schauen wir mal. Das fährt eigentlich in diese Richtung hier. Ja. Und das hier. Das da ist falsch. Gut. Also, hier um die Ecke rum. Gut. Dann hier geradeaus und hier rüber. Das passt, das passt und das passt. Gut, dann haben wir diesen Weg schon mal. Bei dem hier schaut es so aus. Ne, machen wir erst den da. Fährt hier rein. Gut, dann hat er die Möglichkeit hier, hier, hier und dann hier wieder raus. Das ist gut. Und hier hat er die Möglichkeit nach oben zu fahren. Das passt auch. Und geradeaus natürlich. Gut. Dann hier. Kommt er da? Da. Hat er auf jeden Fall mal die Möglichkeit hier hinzufahren. Gut. Dann ist das schon mal erledigt. Oder? Der blinkt aber da an. Das sollte er eigentlich nicht machen. Ah. Jetzt. Perfekt. So. Dann schauen wir uns den mal an. Der fährt hier runter. Da habe ich eigentlich hier und hier. Das passt. Da fehlt mir hier noch eins. Vielleicht liegt es auch einfach im Zug. Ja, perfekt. Alles grün, das ist schön. Gut. Also, das ist zwar jetzt ein bisschen größer, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe mal hier in die Mitte rein und gebe es hier rüben hin, habe ich hier schon mal 24 mehr. Das heißt, ich habe 48 mehr. Das ist dann alles ein bisschen größer. Das ist aber für mich ehrlich gesagt okay. Ich habe... den kann ich wieder löschen. Der ist fehlerhaft. Gut. So. Und jetzt ist die Frage, wie wir das am blödsten machen. Eigentlich könnte er hier hin und hier hin. Gut. So. Dann möchte ich das auf der gleichen Höhe haben. Dann kommt das weg. Das hier ist auf gleicher Höhe. Das hier nicht. Jetzt ist das auch auf gleicher Höhe. Gut. Also. Vom Prinzip her fehlen mir aber noch die Lichtlein. Hier in der Mitte machen wir 4 rein. Ups. Da 2. Da 2. Ja, passt außen. Perfekt außen. Gut. Rein theoretisch müsste ich jetzt halt hier das einfach mal kopieren können. Und hier drüben natürlich nicht einfügen. Das Problem ist, dass wir... was habe ich denn jetzt gemacht? Interessant. Okay. Kommando zurück. Ich hab's. Gut. So, jetzt machen wir noch eine Blaupause draus. Und zwar möchte ich das so haben. Das schaut gut aus. Es ist das mit Licht und K für Kreuzung. K für Kreuzung. Perfekt. Gut. Das kommt jetzt mal hier rein.
Ich möchte ein Blaupausenbuch haben. Das öffne ich. So. Dann können wir das noch umbenennen. In zwei Schienen. Kreuzung. Und das Blaupausenbuch nennen wir einfach mal Schienennetzwerk. Schienennetzwerk. Megabase. Gut. Dann ist das schon mal erledigt. Okay. Was wir natürlich auch benötigen, sind kurze Segmente. Kurze Segmente sind... Ah, wir sollten davor vielleicht erstmal den ganzen Spaß abstecken. So, an jedem zweiten Pfosten kommt vorderhalb ein Zugsignal. Das hier passt an sich so. Ich meine, das ist fast ein bisschen unnötig. Nee, das lassen wir jetzt auf jeden Fall. Gut. Dann können wir das einfach mal so machen. Okay. Das schaut gut aus. Das kommt hier rein. Das benennen wir noch um. Zwei. Und hier für G. G für gerade. Und halt. Zwei. Von dem da. Und G für gerade. Gut. Zwei Schienen gerade kurz. Jetzt speichern wir das mal. Und jetzt machen wir natürlich noch ein langes. Und das wird, denke ich mal, von hier aus sein. Oh, das sind zu viele. Es sollten eigentlich nur 202 sein. Ah, deswegen. Oh, ärgerlich. An sich kein Problem. So, wir machen das trotzdem einfach mal bis dahin. Dann kommt das weg und das kommt weg. 202. Perfekt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder fehlt mir ein Licht? Naja. Gibt Wichtigeres. Oder nee, wenn, dann machen wir schon gescheit, würde ich mal sagen. Also das kommt weg, das, das und das. 204, 204 immer noch. 202. So, 8. Na, wo ist es? Hier haben wir es. Und was habe ich da jetzt noch mit hingebaut? Gerade. Genau, gerade. Und dann hat zwei Schienen gerade lang. Oder zwei Schienen lang, oder? Lang sollte eigentlich reichen. Zwei Schienen gerade kurz. Oh, machen wir hier auch gerade lang, damit es einheitlich ist.
Gut. So. Und jetzt müssen wir den ganzen Spaß zusammenbauen. So. Das kommt hier hin. Genau, wenn man ein Blaupausenbuch hat, dann kann man mit Shift und dem Mausrad oder wenn man das anders belegt hat mit was anderem, einfach durchscrollen. So. Ob siehst, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Heißt das nicht so? Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist unser Crit. So. Und jetzt werden wir das alles natürlich wunderbar auf eine Blaupause bauen. So. Das große Problem hierbei ist eigentlich, dass man natürlich nicht sieht. Das sollte jetzt eigentlich passen. Oh, hier fehlt. Das finde ich uncool. Wir haben hier doch vier, ja. So, jetzt. Gut. Die große Frage ist, wenn wir hier das passt. Hier das passt. Gut, das passt auch. Okay, also. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen werden, ist das hier entfernen. Sicher ist sicher. Okay. Gut, dann habe ich das nämlich nicht auf der Blaupause mit drauf. Die ich jetzt machen werde. Okay. Also, den Spaß nehmen wir mal. Ja, das ist jetzt die Frage. Machen wir das und machen wir das Licht noch. Und dann nehmen wir zwei Schienen. Grid. Megabase. Gut. Okay, dann haben wir das schon mal gespeichert. Und jetzt können wir einfach hergehen und können sagen, hey, das ist alles ein bisschen bescheiden. Aber wir können das einfach hier dann platzieren. Und dann können wir jetzt halt im Endeffekt hier einen Grid erstellen. Ich meine, hier habe ich keine persönlichen Roboter, die das dann für mich platzieren. Aber in unserer Let's Play-Welt eben schon. So, was brauchen wir denn noch? Ach ja, wir brauchen noch etwas, das es erlaubt, die Schienen zu verlassen. So, dann hätten wir das schon mal. Gut. Wir brauchen dann hier ein Signal, da ein Signal. Ja, ich bin ziemlich dämlich. Mir fehlen hier komplett alle Signale. Dann machen wir das jetzt einfach nochmal.
Okay. So. Das Problem ist, wenn ich es nämlich jetzt nicht mache, dann zieht sich das über die gesamte Serie hinweg, weil ich sonst einfach nicht tun würde. Das ist jetzt natürlich blöd. Ja. Denke mal hier. Ich glaube, das schaut gut aus. Wir können ja das einfach mal hier drüber halten. Ja, das schaut sehr gut aus. Okay, dann schauen wir doch mal. Also Signal ist hier, Signal ist da, da. Und hier benötigen wir es nicht. Hier schon, das passt. Okay, perfekt. Und nochmal nach dem kurzen Mega-Fail hier. Also wir haben gesagt, wir möchten das für das Grid-Symbol haben. Das und das. Dann hat hier zwei Schienen Grid Megabase. Dann ist das schon mal erledigt. Das sollten wir gleich hier rein tun. Perfekt. Vielleicht als Nummer 1. Gut, passt. Jetzt ist es endgültig passend. Okay, also wir möchten im Endeffekt einen Eingang für dieses Grid erstellen. Das heißt, also wir haben das und das hier. Okay. Das heißt, ich, wenn von unten kommt, kann ich hier reinfahren. Ich, wenn von oben kommt, kann ich hier reinfahren, aber ich kann hier nicht rausfahren. Das ist schon mal sehr schön. Wie gesagt, wir werden ein Einwegesystem haben. Okay, dann benötigen wir das. Gut. Dann haben wir zwei Schienen. Eingang. Ein E für Eingang. Und dann haben wir natürlich noch das nicht. Okay. Perfekt. Das kommt natürlich auch in unser Blaupausenbuch. Wir möchten natürlich auch einen Ausgang haben. Okay. So, der Ausgang ist im Endeffekt genau spiegelverkehrt. Und, ups. Wenn man sich das anschaut, hier rein, dort raus. Das heißt, wir gehen in diese Richtung. Wir brauchen dann hier und hier jeweils ein Signal. Dann benötigen wir da ein Signal, dort und bekommen hier von oben, brauchen wir hier noch ein Signal. So, das natürlich wieder als Blaupause.
sehr schön. Ein A für Ausgang. Okay. So, was uns jetzt im Endeffekt noch fehlt, ist einmal eine T-Kreuzung und ja, den Rest machen wir dann, denke ich mal, in unserer Let's Play-Welt selber. Auf jeden Fall haben wir jetzt zusammen mal ein Schienen-Blaupausenbuch entwickelt. Was ich persönlich als sehr, sehr, sehr gut empfinde. Gut. So. Die T-Kreuzung machen wir hier herum. Sie soll im Endeffekt hier hin. Okay, hier haben wir zwei Platz im Endeffekt. Das heißt, so. Die Kreuzungen sind eigentlich relativ simpel, würde ich jetzt fast mal sagen. Das hier ist aber falsch. Okay. Wir kommen hier hoch. Wir können hier hin und dorthin. Okay, wir kommen hier runter. Ups. Wir möchten aber auch da in diese Richtung. Sehr schön. Nee. Hä? Boah. So. Machen wir den Spaß einfach nochmal. Bin ich jetzt gerade zu dämlich, eine T-Kreuzung zu bauen? Okay. Also, wir möchten auf jeden Fall. Ups. Hier runter. Das ist schon mal wichtig. Und wir hätten gerne, dass wir von hier aus dort runter können. Gut. Wenn wir hier fahren, dann. Hier geht es nach oben. Hier geht es in die Richtung. Bin ich jetzt so dämlich? Rein theoretisch ist ja das schon unsere T-Kreuzung. Dahin, da und da. Ich glaube, ich stelle mich gerade richtig dumm an. Irgendwie habe ich gerade einen kleinen Denkfehler drin, kann das sein? Ich könnte natürlich einfach die hier nehmen. Ich hatte nicht wirklich einen Denkfehler drinnen. Es ging halt einfach nur einfacher. Ja, jetzt machen wir das wirklich mal hier in der Mitte. Jetzt gucken wir mal. Moment. Das sind 15. Das heißt hier. Okay. Also, dann probieren wir den ganzen Spaß nochmal. Ups.
Ich weiß auch nicht, was da jetzt gerade bei mir los war. Okay, dann müssen wir dich versetzen. Okay. Signale bauen wir neu. Das ist überhaupt gar kein Thema. So, das heißt, wir kommen hier rein. Wir können hier gerade fahren. Wir kommen hier raus. Hier und hier. Gut. Wir fahren hier in die Kreuzung hinein. Wir fahren hier in die Kreuzung hinein. Wir fahren hier aus der Kreuzung heraus. Wir fahren da aus der Kreuzung raus. Und wir fahren... Okay, jetzt machen wir das mal hier hin. Dich brauchen wir nicht. Gut. So schnell kann es gehen, gell? Ach ja, ein kleiner Trick. Falls ihr mal sowas hier neu verlinken möchtet, dass es passt, braucht ihr einfach bloß einen Kupferdraht. So ein kleiner Tipp. Gut. So, jetzt machen wir das hier noch. Ups. Das schaut gut aus. Dann das, das und hier noch ein T. Oh Gott, das nervt mich gerade voll, dass ich jetzt so gerade so verpeilt war. Naja, zwei Schienen, T, Kreuzung. Gut. Das kommt auch in unser Blaupausbuch. Und dieses wunderhübsche Buch exportieren wir. Falls ihr dieses Buch haben wollt, bitte schreibt das unten in die Kommentare. Ich versuche, dass ich das irgendwo einpflege, damit ihr das auch dann ganz normal benutzen könnt. Ich glaube, Passbin, glaube ich, funktioniert das oder so. Wie gesagt, ich werde mir da was überlegen und werde dann halt einfach einen Link verlinken. Gut. Also, das war's für die heutige Folge, ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt halt relativ viel Theoretisches, viel Vorbereitung, aber das macht uns unser Leben einfach so leicht, so viel leichter. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu hier im Kanal seid, herzlich willkommen und ich freue mich natürlich sehr über ein Abonnement von euch und ich hoffe, ihr schaltet zu einem meiner nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Erakol. Ciao.